Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Dieses Video ist das Frage- und Antwortspiel, was ich mit Wagner gespielt habe. Das Interview oder das Frage-Antwortspiel ist in einem Interview entstanden und zwar relativ spontan und relativ kurzfristig. Ich habe dann irgendwann gefragt, als wir so ganz viel gequatscht haben, so ey, wollen wir nicht mehr das Interview machen? Und dann mal, jo, machen wir. Bumm, haben die Kamera aufgestellt. Und dann ging es auch direkt los. Also wir haben uns eigentlich Ich teile dich ja nochmal, ich weiß auf, ja nicht. Ja, das, auf, ja. Das, auf das wollte ich gerade hinaus und ja. Erwarten Sie hier. Also wir haben uns eigentlich selbst beide ins kalte Wasser geschmissen. Ich hatte meine eure Fragen dabei. Lass uns starten. So. Und dann haben wir auch relativ fix angefangen. Wenn ihr euch ein bisschen wundert über das Layout oder das Hintergrund des ganzen Interview-Parts, ist Wagner selber gerade dabei, einen YouTube-Channel, sag ich mal, zu starten. Er hat sich ein Studio gebaut. Und da kam ich anscheinend genau zum richtigen Moment, zur richtigen Zeit da an mit meinen Fragen und mit meinem YouTube-Channel und mit der Community hier. Ziemlich cool. Dann sind wir im Prinzip beide zusammen ins kalte Wasser gesprungen mit Arschbombe vorab und ja, haben dann einfach geguckt, dass wir bestmöglichst das Ganze so durcharbeiten. Die Videos habe ich nicht großartig bearbeitet und geschnitten, weil ich euch keine Infos vorenthalten wollte. Sind wir mit den Antworten oder ist der Wagner oder hier ist Wagner mit den Antworten sehr gut in die Tiefe auch gegangen und hat auch ein bisschen ausgeholt oder weitreichend erklärt, was ich ja auch sehr cool fand. Also hier sind auf jeden Fall ist viel Gold enthalten für jemanden, der ein bisschen mehr wissen will. An dieser Stelle auch nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Walter Wagner, der sich die Zeit genommen hat für uns, für mich, für die ganze Community und hat wirklich 2 Tage seine Firma stehen lassen, links liegen lassen für uns und hat sich wirklich 100% auf das Projekt hier konzentriert, was sehr cool ist. Und als Goodie hat er uns noch mit an die Hand gegeben ein kleines Goodie und zwar gibt es für die Erstbestellung auf den gesamten Warenkorb 10%, einen 10% Gutschein, den haben wir so genannt. Marc Monetti 10, das habe ich hier oben oder hier unten werde ich das mal einblenden, gilt auf seinem eigenen Shop, den er hat, der heißt oldieöl.de, wird auch hier unten eingeblendet und wenn ihr Produkte habt oder irgendwie das ganz interessant findet oder sowieso schon überlegt hat, die Produkte zu kaufen, dann hat er noch ein Goodie mit an die Hand gegeben, die 10% auf den Warenkorb. Was mich sehr freuen würde, ist, wenn ihr Anregungen bekommen habt, irgendwas gelernt habt oder dadurch neue Fragen entstanden sind, die ihr gerne beantwortet haben wollt, kommentiert gerne das Video. Ich liebe ja Kommentare, ich finde es immer super geil, eure Kommentare, eure Eindrücke, eure Erfahrungen zu lesen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich das Ganze hier mache. Und ansonsten, wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr den Channel noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und ja, wenn ihr findet, die Information war gut und ihr kennt jemanden, der ein bisschen mehr über Öl erfahren sollte, dann teilt auch gerne das Video, würde mich auch sehr freuen. Und wenn ihr dann noch Bock habt, gebt mir einen Daumen hoch. Ja, das war es soweit von meiner Seite. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß für das Video. Ich hoffe, das Intro war nicht so lang und ich verziehe mich jetzt. Also halt rein, Jungs. Peace. Das ist gut. So, genau. Ich glaube, wir haben jetzt dann irgendwo 2 Stunden Interview mit Wagner. Ne? Ich glaube, ich muss ein paar Teile machen. Ich glaube, das wird zu viel. Ja, das ist auf jeden Fall, ich glaube, das haben wir soweit beantwortet. Dann geht die Frage noch weiter von With Style, und zwar, ob sich das Keramik in der Ölwanne absetzt. Ich denke mal, aus dem ganzen Kontext wird sich das schon selbst beantworten. Aber ich lass nochmal. Ich sag mal, das wird sich absetzen, wenn das Fahrzeug 2 Jahre steht. Okay. Also wenn das Ding in Betrieb ist, finden wir keinerlei Ablagerung an der Ölwanne. Wo wir Ablagerungen gefunden haben, sind zum Beispiel in Traktorgetriebe bei Axtrichtern, die jetzt 1,50 Meter auseinander sind, haben wir im hintersten Achsrichter die Keramik gefunden als Ablagerung, aber auch nicht die Menge, die man jetzt zum Beispiel beigegeben hätte, dass sich das komplett ablagern würde. Sicherlich wird sich irgendwo ablagern, aber sagen wir, die Ablagerung der Mikrokeramik, nachdem sie so weich ist, wird keinerlei Schaden nehmen. Ja, okay. Also es ist überhaupt kein negativer Eingriff, auch wenn sie es irgendwo absetzen würde, weil es irgendwie hochgespült werden kann. Ja, okay. Wie verhält sich das mit dem Ölfilter? Die Ölfilter, die Frage ist halt, welche Qualität Ölfilter ich habe. Ja. Die Ölfilter, die wir momentan in den Fahrzeugen drin haben, mit einer Abschalterate von 25 μ oder 35 μ, ich möchte mal sagen, das ist ein Küchensieb für die Keramik. Okay. Ne? Also das kann man auch mal, man kann das ganz einfach machen, ich nehme Öl. Ja. Ich nehme einen Filter, schneide ihn auseinander, nehme das Filterpapier auseinander und kippe das Öl mit der Mikrokeramik 10% gemischt durch und Sie werden sehen, auch im kalten Zustand wird die Keramik durch den Filter gehen.
Okay. Diese Tests haben wir schon gemacht. Ja. Das Einzige, was eben, was man wird im Filter unter Umständen auch mal die Keramik finden. Mhm. Zum Beispiel, wenn der Filter schon sehr viel Schmutz aufgenommen hat. Also man spricht hier von einem Filterkuchen. Mhm. Ja. Wenn der Filter so nahezu mal dicht geht, dann wird auch die Keramik mit abgesondert. Ja. Ja. Aber das werden wir bei so einer Abschalterate, die wir in den Standardfiltern haben, in den Fahrzeugen nicht erleben. Okay. Ja. Wir werden sowas erleben bei Arbeitsmaschinen oder Traktoren, dort wo zum Beispiel im Getriebe Filterabscheidraten von 1 μ haben. Ja. Ja. Okay. Dort werden wir die Keramik finden. Ja, die wird auch die Keramikpartikel sind ja nicht alle gleich groß. Wir sind die von 20 Nanometer bis zu 1 Mikron groß. Ja. Ja. Und ich habe vor Jahren auch schon mal einen Membranfiltertest gemacht. Ja. Das heißt, dort wo wir eine Abscheiderate haben von 0,15 Mikron. Ja. Also okay. Ein Zehntel Mikron. Ja. Dort ging 98% des Materials durch und 2% bleiben zurück. Ja. Okay. Das heißt, für uns ganz klar, dieses Produkt ist filtergängig. Ja. Heißt aber jetzt nicht, dass man das nicht unbedingt im Filter mal finden würde, bei entsprechenden Voraussetzungen. Ja, ja. Ja. Je feiner die Abscheiderate ist, desto mehr werde ich finden. Ja. Ja, okay. Wir haben schon bei Arbeitsmaschinen oder bei Generatorenanlagen Filtereinheiten drin, also nachgeschaltete, sagen wir 3-4 Filter hintereinander, ja. Dort wo wir unter 1 Mikron rausfiltern können. Ja? Ja. Dort werden wir auch die Mikrokeramik dann abgefiltert finden, aber auch nicht die komplette Menge, sondern eben nur die Teilchen, die größer sind oder die dann im Filterkuchen quasi hängen bleiben. Ja, ja. Okay. Ja. Also wenn wir jetzt zum Beispiel so einen Filter aufmacht nach einer Laufleistung von, ich sag mal, 30.000 Kilometer, ja, würde es so sein, dass man mit Sicherheit auch Keramikpartikel, wenn der Filter ziemlich voll geht, finden wird. Aber ja. Das ist jetzt nicht das entscheidende Kriterium. Ja, ja, ja. Tatsache, die Hauptmasse geht durch, ein Teil wird vielleicht abgefiltert. Ja, ja. Okay. Ja gut, das war ja auch nochmal ganz interessant. Genau. Nochmal zu hören. Ja. Ja. Sorry, ich weiß nicht, vielleicht gut für da war, ne? Das wird gut, doch, das wird gut, ja. Ja, ja. Ja, aber vor allem ist hier die Interview, das liegt Ihnen voll. Hm? Interview liegt Ihnen voll. Ja, das ist ja mein Leben. Ich muss ja schnacken können. Sie sitzen, ne? Ja, sind wir noch, ne? Sie nehmen schon auf. Ja, ja, ich hab schon. Ja, ja, okay. Also, dann machen wir weiter. Ja. Mal so gefragt, wollen wir zum Du übergehen? Ja, ja, machen wir. Ja. Das kann ich schon. Ich habe ja auch schon mit Walter Freibald 35 Live-Sendungen auf RTL gemacht. Ja, ich habe das Oldschool-Video gesehen. Das war yeah, auch, yeah. Das war auch mega, cool. Ne? Aber er ist die ganze Zeit ihr ins Wort gefallen. Das war auch richtig, wie ich dachte, so. Na, jemand denkt, der. Mein Name ist Walter Wagner und er hat eine Premiere mitgebracht, mein Namensvetter. Einen wunderschönen guten Morgen. Morgen, Walter. Gebracht? Mhm. Das ist ein Hochleistungsschmierstoff. Das zeigen wir mal gerade. So, ich habe es hier in der Kamera. Hochleistungsschmierstoff zur Beigabe in Motoren- und Getriebeöle, zur Spritersparnis, Reibung- und Verschleißreduzierung, längere Lebensdauer. Das heißt, es ist also Balsam fürs Auto, außerdem kriegen wir das Portemonnaie voll. Genau, das ist, genau. Der, ja. Lass mich, der hat keine Ahnung. Ja. Ja. Und der pfuscht hier immer rein, lass mich doch mal machen, ja, lass mich doch mal erzählen. Und der pfuscht immer wieder hier rein. Aber da hatte ich schon richtig Muffensausen, muss ich schon sagen. Ja, ich denke mir auch, wir wissen, wie das funktioniert. Das glauben Sie nicht, das ist irre. Wissen Sie, wie das funktioniert? Nee. Also ich habe mich beworben bei RTL, ne? Ja. Okay, dann haben die angerufen, ich soll mal zum Casting kommen. Ja. Oh, Casting. Was sie unter Casting vorstellen, ne? Ja. War genauso wie ihr, wir haben uns hingesetzt, Moderator, hat ein paar Fragen gestellt, sind zwei Leute, haben sie da angeschaut, okay, den können wir nehmen, so ungefähr, ne? Ja, so war das, ne? Ja. Okay, der kann quasseln. Der kann ein bisschen quasseln, schaut nicht schlecht aus, ne? Den kann man hinstellen, ja. Ne? Den kann man nehmen. So, dann haben wir Sendung. Ich fahre Köln-Ossendorf, RTL-Zentrum, ne, fahre da rein. Heißt 2 Stunden vorher da sein. Okay, 2 Stunden vorher da, dann melden wir sich an, wir sind hier für die Stunde und so weiter, das machen wir. Dann haben die durchgeschaut, ein paar junge Mädchen, also absolute Studentinnen, denke ich an, die das vielleicht ein bisschen nebenbei gemacht haben. Ja. Erstmal in die Maske. Ne? Maske rein, dann kommst du ganz anders raus, wie du reingegangen bist. Ne? Die ganzen roten Flecken und alles weg. Ne?
Und dann ging's, und dann saßen wir, ich sag mal so eine halbe Stunde vor der Sendung, saßen wir in einem Raum, wo die ganzen Leute, also die, ich sag mal, 4, 5 Sprecher, die in der Stunde dran waren, da kommt Walter Freiwald rein, nach dem Motto, wer bist du, was machst du, Öl, aha, so nach dem Motto, ja, um was geht's hier, ah ja, das kennt ihr, so mit Keramik und so weiter, mit dieser Vorführung, ja, ja, ist okay, das war's, ne? Ja. Das war die Vorbereitung auf diese Live-Sendung. Wirklich? Ja. Die Vorbereitung auf die Live-Sendung, und dann geht das Ding los. Das ist absolut irre. Ja, der improvisiert aber doch noch extrem, ne? Das können die. Das ist denen ins Blut gegeben. Ja. Also ich wundere mich wirklich, die auch die Moderatorin, wie heißt die eine da, die dieses ZDF, was macht die im Sommer, im Freiluft? Ach, diese Sommerfestival, was die immer die, da die Ossi-Frau da, das ist ein Wahnsinn, die haben das drauf, also wirklich, mein Respekt wirklich vor diesen Leuten, definitiv. Die stehen hier live vor der Kamera, ja, die ganze Welt guckt zu und das Ding, die performen das Ding perfekt hin. Ja? Ja. Mein Respekt, wirklich, die haben das wirklich drauf. Mhm. Und wenn sie mal, mittlerweile sind sie gut, wenn sie mal einen Patzer machen, dann machen sie einen Flachsen draus und korrigieren das wieder. Ja? Also das ist, muss man schon sagen, also wirklich. Und ich habe die Hosen so voll gehabt, glauben Sie mir, das ist ein Wahnsinn. Ja, das ist toll. Ja, man wechselt mit den Aufgaben, ne? Ja, ja. Ja, mittlerweile ist halt so, ich traue mir zu, Vorträge zu machen. Ja. Speziell für das Thema. Ich hatte schon Vorträge mit 400 Leuten bei der Handwerkskammer, zum Beispiel in Augsburg. Mhm. Wir haben natürlich da perfekte Medientechnik, muss ich sagen. 8 Meter Leinwand, ne? 8 Meter breit, 6 Meter hoch. Lautsprecheranlage perfekt bis in den letzten Winkel, aber wirklich alles komplett. Gemacht und wenn ich dann mit dem Element bin, dann geht es natürlich schon durch. Ne? Mein Thema, also ich habe zum Beispiel ein Thema, das muss ich Ihnen auch schicken, das ist auch ein hervorragendes Thema. Wir haben auch diesen Insider-Report, den haben wir auch hier gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie den gesehen haben, dieses 17-Minuten-Werk. Nee. Das ist unser erster Film, den wir hier gemacht haben. Okay. Das hätte ich heute anders gemacht. Wir hätten das Interview machen sollen. Das wäre besser gewesen. Ja. Weil hier sitze ich hier so armselig mit meinem dicken Bauch hier auf dem Stuhl. Ne? Und dann fangen wir an. Und das ist für mich extrem schwierig, weil hier, wenn wir ein Interview machen und ich blende die Kamera aus, ne? Die ist eigentlich gar nicht da, dann kommt es viel, viel flüssiger, wenn ich jetzt hier stehen muss und ich muss jetzt hier in die Kamera schauen. Ja. Das ist. Und deswegen sind ja auch zum Beispiel die ganzen Interviews, die gemacht werden, werden mit 2 Kameras gemacht. Ja, das mit, beziehungsweise mit 3 Kameras. Ja. In den Panzerstudios schaut es ja auch genau, wir haben 3 Kameras, wir haben praktisch eine schaut mir ins Gesicht, die andere schaut ihm ins Gesicht und die andere macht die Frontalaufnahme. Ja. Und der Mischer mischt das praktisch live zusammen. Und ich habe hier vorne 2 Bildschirme, große Bildschirme, zwei große Fernseher. Ja. Und dann sehe ich, dass im Lampenrauf eine rote und eine grüne. Die grüne ist on air, das heißt, das, was jetzt praktisch hier auf dem Bildschirm läuft, ist live gesendet. Mhm. Ja. Und das andere kommt, was der Bildmischer einblendet. Das heißt, ich sitze hier, diskutiere mit ihm, mit einem kleinen Blickwinkel habe ich die Bildschirme hier im Kopf und ich sehe ganz genau, okay, das ist on air. Ja. Ja. Und das andere bringt der Bildmischer demnächst rein. Ja. Ja. Das heißt, er hat ja die Kamera nimmt es auf. Er hat zum Beispiel, ich weiß ganz genau, der Bildmischer wechselt jetzt auf das Bild, das sehe ich ja vornherein schon. Ja. Und deswegen, sag mal, die Leute, die Moderatoren, die das drauf haben, die haben auch noch einen Knopf im Ohr. Ja. Das heißt, der Bildmischer oder der Redakteur spuckt den auch nochmal die... Ja. Auf drei war 2. Ja, der gibt dir die Information noch rein, nur was als nächstes kommt, du hör mal auf, du hast was vergessen, bring das noch, das flüstert denen ins Ohr und dann bringt der Moderator das raus. Und die glauben sie, die machen so perfekt. Ich habe das wirklich gesehen und dann waren wir auch mal Gast noch mal drin. Wo waren wir? Auch eine Live-Aufnahme, wo wir uns dann als Gäste reingesessen haben. Und ich sagen, du, die Leute, die haben das drauf. Definitiv. Hammer. Mhm. Also nicht umsonst stehen die da vorne. Ne? Das ist, wir haben es schon drauf. Das ist schon irgendwie eine Qualität oder sowas. Das ist Talent oder wie auch immer man das nennt. So, und das ist, das kann man nicht lernen. Das muss man geboren sein dazu. Ja. Also wenn man das jetzt unbedingt machen will. Ja.
Sicher, mit der Routine wird es dann immer leichter und die Nervosität und das Lampenfieber geht raus. Ja? Ja. Bei der letzten Sendung bin ich auch reingelaufen, da war gar nichts, kein Lampenfieber, nichts, verstehen? Ganz cool, ganz trocken, ganz locker, gar nichts. Na, so wie hier zum Beispiel. Ja. Ja, ist auch cool. Ja. Man gewöhnt sich aber irgendwie auch an alles, ne? Also ich meine, aber manchmal wird man auch ins kalte Wasser geschmissen und dann muss man auch gucken, wie man zurechtkommt dann. Ne? Ja. Aber irgendwie macht Spaß, finde ich. Also ich mag solche Situationen, wo ich mich in Situationen begebe, wo ich keine Ahnung habe, wie es eigentlich läuft, aber ich gebe mein Bestes. Ja, meistens ist es so, dass sag mal, das, was jetzt von spontan kommt, einfach besser ankommt. Ja, gerade. Wenn ich heute irgendwo, wenn wir zum Beispiel das hier irgendwo trainiert hätten, das würde schief gehen. Ist so. Ja. Deswegen, entweder es kommt oder es kommt nicht. Ja, eben. Ist so, ist entweder nicht. Ist es da oder es nicht da. Wenn es nicht da ist, dann ist es egal. das habe ich jetzt auch schon gelernt. Ja. Okay, also. Genau. Guti, machen wir weiter. Dann hat er noch gefragt, der With Style von YouTube hat gefragt, wie hoch ist der Purpoint vom Ceratec, würde ich mal sagen. Nicht von Ceratec, vom Purpoint. Der Purpoint, da wischt er mich jetzt absolut kalt. wir haben den Purpoint. Das Produkt hat eine sehr hohe Viskosität und der Purpoint, meine Leute, der müsste bei minus 20 Grad etwa liegen. Also der geht jetzt nicht auf minus 40 Grad runter, wie zum Beispiel Longlife 35 Öl. Sondern das hängt einfach an der Tatsache, dass wir von der Grundformulierung mit negativen sehr hochviskoses Material haben und somit auch der Stopppunkt, also der Kältestopppunkt, der Purpoint, letztendlich nicht weit unten angesiedelt ist. Das spielt auch jetzt bei einer 10%igen Mischung keine Rolle. Sicher, wir werden ein bisschen das ganze Projekt negativisieren, also den Purpoint ein bisschen nach unten holen. Aber ich denke, dass wir, wenn wir zum Beispiel jetzt ein 5W40er Öl oder 5W30, was ein Purpoint hat von minus 45 Grad, spielt es überhaupt keine Rolle. Und unseren beiden Grad nicht. Wie machen die das in Russland, wenn die da hier? Ich habe mal, glaube ich, so in Sibirien eine Doku gesehen oder so. Und da, glaube ich, lassen die Autos in einer beheizten Garage oder sie lassen die Autos an. Das gibt mehr. Manche machen die gar nicht aus. Früher, damals. Nachdem ich jetzt mehrfach Sibirien bereist habe, weiß ich, wie es da läuft. Ich war auch im Dezember 2012 dort, wo wir 48 Grad minus hatten. Oha. Dort ist es so, die Fahrzeuge haben eine artige Ausführung. Das heißt, die haben letztendlich einen Steckeranschluss dort, wo das Kühlwasser mit heizen können. Okay. Und da hat man auch das Motoröl mit angewärmt wird. Ja. Das sind letztendlich artige Ausführungen. letztendlich haben sie auch, wenn wir jetzt auf den Diesel kommen, auch an der Dieselqualitäten dort. Ja. Das ist eine artige Version, dort, wo wir eben bis zu minus 40 Grad der Diesel durch den Filter geht. Es ist schon dann doch so, dass zum Beispiel Toyota, oder von Toyota habe ich ein Öl gesehen, was direkt aus Japan kommt, auch eine 0W20 Qualität. Und einem Purpoint um die um die 50 Grad. Das ist natürlich jetzt schon auch gerechtfertigt bei so niedrigen Temperaturen. Also auch bei so niedrigen Temperaturen, wenn ich jetzt wirklich mein Fahrzeug bewege, ständig bei minus 30 Grad, dann komme ich mit einem 0W20 Öl klar, wenn man auf dieses Thema nochmal eingehen würde. Vom Purpoint weg gesprochen. Super. Genau, ich denke, dann haben wir die Frage soweit durch. Ja. Dann geht's weiter mit VXO4 Fame. Gibt's Unterschiede in der Zusammensetzung vom Ceratec und dem Produkt von Wagner, also die Mikrokeramik? Ja, die gibt es. Das hatten wir auch schon gesprochen, nur ich möchte jetzt genau das Thema nochmal aufgreifen. Ja. Letztendlich ein Punkt, der Festkörper ist ein anderer, den wir hier einsetzen. Und das wird auch klar dokumentiert auf der Ceratec-Dose. Und zwar nicht einsetzbar bei Motorrädern mit Ölbadkupplung. Mit Ölbadkupplung? Ja. So, unser Produkt ist ölbadkupplungstauglich. Das heißt, Sie können auch bei einer modernen Motorrad, auch bei einer sehr hohen Leistung über 200 PS, gar kein Problem, die Keramik mit einfüllen, ohne dass es hier zum Kupplungsrutscher kommt. Und Ceratec schließt das komplett aus. Ja. So. Und die Frage ist, warum?
Ja. Schließt es das aus, ne? Ja, ja. So, letztendlich hängt es bei einer kompletten anderen Zusammensetzung des Festkörpers, welches Kinetik gegenüber unserem Produkt einsetzt. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Ja. Super. Dann geht's weiter mit Mirko T. Klar, besten Dank. Auf Empfehlung wollte ich meinem damaligen Auto vor inzwischen fast 10 Jahren mal was Gutes tun und verwendete Ceratune. Etwa 5000 Kilometer später hatte ich wegen einem gebrochenen Kolbenring einen de facto Totalschaden. Ob das Additiv damit effektiv in Verbindung stand, ist schwer zu sagen, aber seither stehe ich Additiven generell kritisch gegenüber. Wie bewertet Wagner solch einen Fall? Kann es da einen Zusammenhang mit dem Additiv geben? Ja, genau, dann kommt gleich eine andere Frage, aber das ist ja so als Frage. Also ich kenne das Keratin nicht. Ja. Ja, das muss ich gleich dazu sagen. Ich kenne auch die Inhaltsstoffe nicht. Deswegen kann ich hier keinen Rückschluss bilden. Ja. Ja. Das Einzige, was wo jetzt in einem Gleitlager defekt gehen kann, indem sich jetzt Ölkohle aufbaut und das dort entweder feststeht oder stark verschleißt. Ja. Ja. So, und ich glaube nicht, dass jetzt durch den Einsatz eines Additives an einer Lagerschale ein derartiger Verschleiß kommt, dass das nach 5000 Kilometern kaputt geht. Mhm. Also der Schaden ist entweder schon da gewesen oder hat sich angebahnt und ist eben zufälligerweise jetzt zusammengekommen. Das vermute ich. Ja. Noch eine viel kritische Stelle ist das Kolbenbolzenauge. Ja. Mhm. Dort habe ich erstens mal höhere Temperaturen und ich habe keine komplette Drehbewegung, sondern ich habe nur eine Kippbewegung. Ja. Ja. Und dort, meine Meinung war, wenn ein Öl versagt, ja, dann, oder ein Additiv versagt, ja, oder letztendlich Verschleiß produzieren würde, oder Ablagerungen produzieren würden, dann am Kolbenbolzenlager. Okay. Ja. Ja. Weil wir von oben die Temperatur haben, ja, und wir haben keine komplette, sagen wir, Drehbewegung, wo das Öl immer wieder ausgespült werden kann. Ja. Ja. Also gehe ich davon aus, dass der Zusammenhang zwischen dem Einsatz des Additives und dem Lagerschaden nicht gegeben ist. Ja, okay. Ja, das schließe ich jetzt einfach mal aus, aufgrund der Erfahrung. Ja, okay. Ja. Mhm. Das machst du gut übrigens. Genau. Dann hat er noch die Frage, die geht noch weiter. Außerdem zum Warmfahren, ab welcher Öltemperatur darf man es auf der Autobahn fliegen lassen? Was ist beim Warmfahren schlimmer? Drehzahl oder Last? Also zum Beispiel 90% Gaspedal bei 2000 Umdrehungen. Ja, das ist eine gute Frage. Wenn wir jetzt erstmal die erste Frage beantworten, Öltemperaturen. Also fliegen lassen würde ich nur, wenn ich wirklich, wenn das Motoröl heiß ist. Ne? Ja. Das Motoröl hat im kalten Zustand eben nicht die Eigenschaften der kompletten Durchölung und eben auch des Filmaufbaus. Ne? Ja. Wenn es praktisch jetzt, wenn die Leitmetalle aufeinander kommen, ja, können die Aktive bei der Temperatur wirken. Ja. Ja. Habe ich ja kaltes Öl, habe ich keine Wirkung der Additive. Okay, ja. Und ich kriege die auch hier nicht gebunden, beziehungsweise es kommt dafür zu keiner Reaktion. Ja. Ja. Und deswegen haben wir auch beim Kaltstart den höchsten Verschleiß. Also bedeutet ja, wir sagen einmal Kaltstart ist so wie 500 Kilometer auf der Bahn. Ja, in etwa. Und das hat seine Berechtigung. Ja. Habe ich einen warmen Motor oder stelle ich einen Motor ab, nicht ab wie bei der Generatoranlage, die laufen 40.000, 50.000 Stunden ohne Probleme. Ja. Und letztendlich, wenn ich jetzt immer komplette Durchölung habe und das Öl in der Temperatur bringe, wo ich es wirken kann, ja, dann kann ich letztendlich dann doch, wie gesagt, wie der Vorgänger schon mal Hackengas geben. Ja, genau. Okay. Ja. Genau, also dann die zweite Frage. Also die zweite Frage müssen wir nochmal vorlesen, weil es sehr kompliziert ist. Im Prinzip volle Last geben bei niedriger Drehzahl. Also fünfter Gang bei 2000 Drehungen voll reinlatschen. Und dann beschleunigen. Oder, genau, dann beschleunigen. Oder von mir ist dann dritter Gang, 5000 Umdrehungen voll reinlatschen. Also das im Vergleich. Das ja, würde ja, ich habe mal ein Interview gesehen oder Empfehlungen für Spritsparfahrer, dass man irgendwie, wenn man Berg hochfährt, am besten in 6 entscheiden und voll reinlatschen. Soll am besten. Also es geht darum, wenn ich den Motor eindrücke. Es gibt ja schon viele Studien, die man auch in der Praxis gemacht hat. Prüfstandsversuche ist das eine. Ja. Praxisversuche. Andere, ich habe zum Beispiel bei Landmaschinen sind schon mal Verbrauchstests gemacht worden oder Effizienztests gemacht worden. Wenn zum Beispiel ein Traktor am Flug hängt, ja, und ich den quasi unter Last eindrücke,
Ja. Ja, das heißt, ich gebe Volllast, ja, und belaste das Fahrzeug so, dass der Motordrehzahl nach unten geht. Ja. Mhm. Und dann habe ich bei einer Drückung von 30%, ja, die höchste Effizienz. Mhm. Ja. Das ist jetzt, sagen wir, unwirklich, aber es ist so. Ja, ja, das heißt, wenn die Leistung zurückgeht und ja, dagegen arbeitet? Genau, dann habe ich die höchste Effizienz. Ja. Das heißt, dort habe ich eigentlich alle optimale Faktoren wie Temperaturen, Kraftstoffmengen und so weiter zusammen. Wie sich das jetzt verhält in, sagen wir, in Schnellläufermotoren, das kann ich so nicht beantworten. Ja. Ja. Beziehungsweise ich kann den Motor gar nicht so eindrücken, möchte ich mal sagen. Ja. Ja. Das heißt, ich habe irgendwo 250 PS ja, oder ja, mehr, oder 300. Ja. Und diese 300 PS kann ich ja leider abfordern. Mhm. Kurzfristig, indem ich jetzt beschleunige und auch mal die Geschwindigkeit halte. Ja. Ja. Aber auf Dauer letztendlich diese Leistung einfordern, ja, kann ich nicht. Mhm. Wenn ich jetzt mal eine Leistung habe von größer 250 PS auf ja, der Bahn. Ja. Mit einem Gewicht von einem Fahrzeug von 2 Tonnen, ne, sage ich ja, mal maximal, kann ich nicht. Ne. Ja. Also dann müsste ich mich wirklich auf dem Rennkurs auch nicht, weil wenn ich jetzt halt in meinen Motorsport anschaue, wie lange sind die gerade ausfahren. Ja. Ja. So, da geht's ja, sicher geht es da mal um Geschwindigkeit, aber bei dem geht es ja mehr um Taktik, wie beschleunige ich aus den Kurven heraus und so weiter. Das sind ja viele, viele andere ja, Faktoren. Ja, ja. Ja, ja. Deswegen kann ich die Frage so eigentlich nicht beantworten. Okay. Oder kann man so nicht beantworten. Okay. Das ist schwierig zu beantworten. Ja. Okay. Habe ich auch keinen Erfahrungsschatz. Ja, ich habe ja nur einen Erfahrungsschatz, wirklich, wenn der Motor wirklich eingedrückt wird und wie sich dann die Effizienz hält. Ja, ja, okay. Und sag mal, aus meiner eigenen Erfahrung, wir fahren ja auch Transporter mit einem Anhänger auf dem Messegesamtgewicht 5 Tonnen. Wir haben Motor, Hubraum 2,8 Liter und Diesel mit 130 PS, ne, ja, auf einen Ducato zum Beispiel. Und den kann ich schon runterdrücken. Den drücke ich schon mal runter bei Volllast auf 1400 Umdrehungen. Ja. Ne? Und dann da bleibt er auch stehen. Ne? Das ja, ist, man hat traut sich das gar nicht, den so einzudrücken und so zu quälen. Ja? Ja. Aber dann kommt mal ein Punkt, wo der wirklich der Motor bleibt, der frisst sich dann auf dieser Drehzahl fest und geht den Berg hoch. Ja. Ja. Okay. Ja. Okay. Und die Erfahrung, die ich jetzt auf den Prüfständen schon gemacht habe, zum Beispiel jetzt bei John Deere Motoren, jetzt ja, in der Landmaschinenszene, ist es so, in der Landmaschinentechnik, dass ich den Motor eigentlich ausdrücken kann. Ja. Ja. Also ich kann einen 200 PS Motor an der Bremse so lange drücken, bis er steht. Ja. Und dann ja, bis er ausgeht. Ne? Ja. Also das halten die Motoren von der Kühlungstechnik auch aus. Sicher sind die ja, Motoren anders gelagert, weil sie ja Zwangskühlung haben. Wir benutzen ja bei den PKWs, ist es so, dass wir den Fahrtwind auch noch als Kühlung benutzen. Ja. 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 Und deswegen können sie sowas überhaupt bei einem PKW gar nicht nachstellen. Ist nicht möglich. Ja, ja, okay. Ja. Ich habe noch gesehen, er fragt das speziell beim Warmfahren. Also beim Warmfahren, was ist schlimmer, Drehzahl oder Last? Also beim Warmfahren, ja, nicht Drehzahl. Drehzahl, ja, klar. Also, das sicher, wenn ich jetzt einen kalten Motor auf 7000 peitsche, dann sieht es anders aus. Klar. Okay. Ja, okay. Ja, dann habe ich es, denke ich mal, soweit auch. Dann geht es weiter mit. Genau, so wie es aussieht, habt ihr es jetzt bis zum Ende des Videos geschafft. Ich glaube, das war auch eine harte Kur, aber glaube ich hoffentlich auch für euch sehr unterhaltsam. Nochmal für alle, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Channel liked, abonniert oder teilt. Aber auch wirklich immer kommentieren, was für Erfahrungen ihr gesammelt habt. Wenn ihr bis zum Ende dran geblieben seid, dann nutzten wir mal den Hashtag dran geblieben. Ja, haut das einfach mal raus. Es würde mich interessieren, wer wirklich bis zum Ende durchgehalten hat und wer Bock hatte oder wer was gelernt hat. Ja, kann sagen, ich bin schlauer geworden oder sowas. Auf jeden Fall würde ich mich sehr freuen, wenn das Ganze ein bisschen Reichweite kriegt. Ansonsten warten noch sehr viele Videos auf euch. Ja, ich höre auf zu quatschen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Kommentiert gerne, lasst mich das wissen, ob es cool wäre oder nicht. Und dann bis bald im nächsten Video. Haut rein, Jungs. Peace.